Es ist Montag und ich sage herzlich willkommen zu den allerersten News to go draußen. Bisher habe ich immer drin gedreht, jetzt ist es gerade schon zu dunkel, um drin zu drehen und deswegen stehe ich draußen vor diesem wunderbar herbstlichen Baum. Ich habe für euch aber keine herbstlichen Nachrichten, sondern knallharte Fakten. Die beiden Nachrichtenmeldungen des Tages gibt es jetzt wie immer. Die eine kommt aus Deutschland, die andere kommt aus Pakistan, ein Land, was wir bisher noch nie hatten hier in den News to go. Dann gibt es die Zahl des Tages und diesmal eine Sammlung aus verschiedenen Lieblingskommentaren, die mich erreicht haben. Von euch. Steigen wir ein mit der Nachricht aus Deutschland und die dreht sich um Annette Schavan. Annette Schavan, die kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch ein bisschen mit Politik auskennt, das ist die Bundesbildungsministerin. Sie kümmert sich also um Forschung, um Schulen und so weiter und so fort. Das ist so ihr Bereich. Also eine Frau, von der man sagt, sie hat mit Forschung sehr viel zu tun, sie hat davon sehr viel Ahnung. Jetzt gibt es aber große Diskussionen um Annette Schavan. Was ist der Grund? Ganz einfach, Annette Schavan hat einen Doktortitel, Dr. Annette Schavan. Diesen Doktortitel hat sie bekommen, weil sie in den 80er Jahren eine Doktorarbeit geschrieben hat im Fach Philosophie an der Uni in Düsseldorf. Jetzt haben aber vor einer Weile im Zuge dieser ganzen Sache mit Gutenberg, habt ihr ja mitbekommen, der hat abgeschrieben, soll abgeschrieben haben und musste deswegen seinen Doktortitel zurückgeben. Im Zuge dessen haben auch Leute nachgeschaut, wie sieht's eigentlich mit der Doktorarbeit von Annette Schavan aus? Hat sie vielleicht auch abgeschrieben? Diese Leute kamen zu dem Ergebnis, jawohl, an 96 Stellen ihrer Doktorarbeit hat Annette Schavan abgeschrieben. Und das Ganze wurde jetzt auch nochmal offiziell bestätigt von der Uni von Annette Schavan. Dort hat sich nämlich eine Prüfungskommission gebildet, die gesagt hat, wir nehmen diese Vorwürfe aus dem Internet ernst. Hat das Ganze auch geprüft und kam zu dem Ergebnis, dass Annette Schavan wohl offenbar an 60 Stellen Quellen nicht korrekt zitiert hat. Wenn das denn tatsächlich stimmt, dann müsste Annette Schavan höchstwahrscheinlich der Doktortitel aberkannt werden. Und wenn das wiederum stimmt, dann wäre das natürlich für eine Forschungsministerin ein ziemlich hartes Urteil. Ob es tatsächlich so weit kommt, das weiß man bisher nicht. Übers Wochenende ist eben durchgesickert, dass es dieses Gutachten jetzt gibt von der Uni. Annette Schavan regt sich furchtbar auf. Sie sagt, ich habe von diesem Urteil nur über die Medien erfahren. Das kann nicht sein. Das ist eine ziemlich unfaire Sache. Und jetzt wird eben geschaut, wie es da weitergeht und ob der Doktortitel tatsächlich entzogen werden soll. Da werden wir bestimmt diese Woche nochmal drauf zu sprechen kommen. Bisher bleibt Annette Schavan im Amt und auch Angela Merkel sagt, die Frau, der vertraue ich weiterhin. Die nächste Nachricht, die ist sehr traurig. Aus Pakistan, wie gesagt, kommt sie und dreht sich um ein 14-jähriges Mädchen. Und zwar nicht irgendein 14-jähriges Mädchen, sondern ein Mädchen, das schon vor 3 Jahren angefangen hat, im Internet zu bloggen. Und zwar zu bloggen über ihr Leben mit den Taliban. Die Taliban, das kennt ihr ja bestimmt, das ist so eine Art, ja, paramilitärische Einheit, die in Afghanistan, in Pakistan vor allem unterwegs ist und dort viele Gebiete kontrolliert und dort zum Teil auch sehr grausam vorgeht. Und diese 14-Jährige hat schon vor 3 Jahren angefangen, im Internet zu schreiben, wie ihre Erfahrungen damit sind. Und diese Erfahrungen sind natürlich nicht besonders gut mit den Taliban. Sie hat dafür auch einen Friedenspreis unter anderem bekommen in Pakistan für diese bloggende Tätigkeit. Aber leider ist ihr auch was ganz Schlimmes passiert. Sie wurde nämlich letzte Woche angeschossen, in den Kopf geschossen. Sie saß in einem Schulbus und wurde dort dann, ja, sollte erschossen werden. Sie hat das Ganze aber überlebt, weil ihr Gehirn nicht berührt wurde. Jetzt wurde sie heute nach England gebracht. Die pakistanische Regierung versucht alles, um dieses Mädchen zu retten, weil sie sagt, das kann überhaupt nicht sein, was da passiert ist. Wir müssen dieses Mädchen vor dem Tod retten. Sie wird jetzt also in England von speziellen Ärzten behandelt. Und dann merkt man mal, wie krass das ist, dass so eine Gruppe wie die Taliban ein 14-jähriges Mädchen erschießen, nur weil sie etwas gegen die Taliban sagt. Also ziemlich üble Geschichte. Auch darüber werden wir bestimmt noch weiteres hören. Bisher lebt dieses Mädchen auf jeden Fall noch. Jetzt kommt etwas ganz Buntes. Ihr habt es garantiert alle mitbekommen, entweder gestern Abend noch oder heute. Die Zahl des Tages ist die 272. 272 Sekunden ist Felix Baumgartner, der Extremsportler aus Österreich, im freien Fall gewesen. Er hat sich aus einem Heißluftballon runtergestürzt, hat gesagt, ich will ganz viele Rekorde brechen. Und er hat auch 3 Rekorde gebrochen. Einer davon ist, dass er mit seinem Ballon so hochgeflogen ist wie kein anderer Mensch. Und er ist eben 272 Sekunden im freien Fall gewesen, bis er dann seinen Fallschirm aufgespannt hat. Ganz, ganz krasse Geschichte. Wer die Bilder nochmal sehen möchte, hier habe ich es euch verlinkt. Man muss aber auch dazu sagen, das Ganze ist auch eine unglaublich geschickte Aktion von Red Bull gewesen. Red Bull, wisst ihr ja, die sind im Sportbereich sehr aktiv, ob es in der Formel 1 oder im Fußball. Und Red Bull hat ungefähr 50 Millionen Euro dafür ausgegeben, für diese ganze Sache mit Felix Baumgartner. Und das Doppelte
wohl wieder reinbekommen. So viel also zur Zahl des Tages und der Nachrichtenmeldung. Jetzt kommt noch Mirkos Lieblingssenf. Und letztes Mal habe ich euch ja gefragt, was soll ich hier noch anders machen, was soll ich besser machen auf dem Kanal. Viele Vorschläge kamen von euch rein, zum Beispiel hat sich jemand ein Intro gewünscht, jemand hat sich gewünscht, dass ich den Titel der Videos etwas spannender gestalte und jemand hat sich gewünscht, dass ich vielleicht auch noch eine dritte Nachrichtenmeldung hier mit reinnehme. Ich werde mir das Ganze mal überlegen, werde auch ein bisschen an Grafiken rumfeilen und dann wird hier sich bestimmt in nächster Zeit einiges tun bei den News to Go. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin kritisch dabei bleibt und ich danke euch natürlich auch für die ganzen Kommentare, die mich erreicht haben. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch und zwar würde mich interessieren, diese Sache mit Felix Baumgartner. Was meint ihr denn dazu? Findet ihr das cool? Sagt ihr, absolut krasser Typ, was der da geleistet hat? Oder sagt ihr, naja, also die Aufmerksamkeit könnte man auch auf ganz andere Dinge lenken. Man muss nicht einem Typ zugucken, wie er aus dem Heißluftballon abspringt. Was ist eure Meinung zu diesem Rekordversuch? Würde mich interessieren. Schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns morgen Abend wieder. Bis dahin. Ciao.